Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Heute spielen wir wieder ein Motorrad-Defon um Loot. Heute, mein Kontrahent und Gegner, ist der nicht zu unterschätzende King of Golfit. Capri, Kalle. Freunde, der King of Golfit. Bist du bereit, Kalle? Normal. Okay, wir fahren erstmal, wir gucken erstmal uns den Defon an, ja? Und dann schauen wir mal, wie viel Level. Ich würde sagen, bis zu jedem Checkpoint, wer da am schnellsten da ist, kriegt eine Waffe sozusagen. Ich habe mir den Defon vorher nicht angeguckt. Der hieß einfach Rainbow Bike Defon, Freunde. Und dachte ich mir, geil. Warum bist du schneller als ich? Digga, weil ich einfach leichter als du bin. Weißt du, er hat halt Kalle, war das ein Checkpoint? Ich glaube, ich hoffe, es sah aus wie einer. Okay, wir sagen mal so, Kalle 1. Nein, das ist kein. Oh mein Gott, habe ich mich gesaved. Junge, wie wild ist der Defon, Freunde? Es gibt davon auch noch ein Auto Defon. Wenn wir nicht auf Zeit kommen und wir noch ein bisschen Zeit brauchen, spielen. Zu kaputt? Man muss immer wieder von vorne anfangen, ne? Ich laufe gerade, ich habe kein Motorrad mehr. Man muss, ey, nicht schummeln. Man muss immer wieder von vorne anfangen. Ich glaube, der ganze Death Run hat null Checkpoints, Freunde. Das wird krank. Kalle, das heißt, der als erstes komplett ankommt, kriegt ein komplett Equip. Oha. Bist du dafür also bereit? Ich hoffe, Dinger. Also es wird schon eklig, Freunde. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Eigentlich bin ich in diesen Auto-/Motorrad-Deathruns immer relativ gut. Heißt aber nichts. Weil manchmal gibt es einfach so Stellen, wo ich dann hardcore struggle. Bei sowas eigentlich nicht. Aber gegen so ein Bumperfahren, das passiert einfach mal. Okay, Kalle hat kein Motorrad mehr, er musste laufen. Ich bin runtergesprungen, okay. Ich glaube, ihr Motorrad habt. Immer da sind so rosane Checkpoints. Kann sein, dass es, dass wir da dann halt sozusagen von da weitermachen dürfen. Weil ich sag euch so, ich bin runtergefallen. Und ich muss alles von vorne machen, Junge. Ich raste aus. Das Ding ist, wir sind bei Level 4 von 30 gewesen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, ob es überhaupt einen Checkpoint gibt. Weil der Death Run sieht einfach richtig geil aus, Freunde. Genauso stelle ich mir eine Map vor. Genauso muss sie sein. Aber wenn es halt keinen Checkpoint gibt, dann ist halt alles reingeschissen. Ich glaube aber nicht, dass es keinen gibt. Es gibt safe welche. Ja, wir werden es jetzt zusammen rausfinden. Weil Rainbow heißt eigentlich, ist, na klar, Regenbogen, aber Regenbogen oder Rainbow heißt eigentlich auch immer Schwierigkeitsstufe easy. Ja, bin ich euch ehrlich? Deswegen bin ich da. Erste. 2001. Ich bin auch gleich da. Yeah, boy! André ist hier am Stissel. Komm, einen Sprung noch. Oha! Ich hab's. Let's go. Aber hier ist kein Checky. Kein Checky. Alle? Oh, nö, Digi. Was ist denn hier los? Container des Lebens. Okay, das geht aber. Okay, Friends. Stoppschild hat mich off-cut ein paar Mal auseinandergenommen. Guck mal, jetzt wieder einen verarscht. Zack. Aber diesmal bin ich klüger, weil ich bin schon dreimal gegen dich gefahren. Ich konnte alles nicht mit reinnehmen, weil ich habe alle Mütter beleidigt, die es gibt auf dieser Welt. Außer eure natürlich und meine und Kalles. Und Odomans. Aber Odoman. Spaß. Okay. So. Oh, da ist ein Checkpoint, Friends. Kalle. Gib dir einen Tipp. Du hast eh schon gewinnt, oder? Yes. Ich gebe dir einen Tipp, bereit? Ja. Halt Sprung gedrückt und dann am Ende musst du nochmal kurz springen, weißt du? Ohne anzuhalten. Oh mein Gott! Das war ganz cringe, aber es hat funktioniert. Okay, Kalle hat wirklich die erste Waffe bekommen. Oder sagen wir mal die bessere Waffe, weil die Checkpoints sind extrem eklig zu erreichen, Freunde. Das heißt, Kalle hat jetzt lila, ich krieg grau sozusagen. Wir machen weiter. Kalle, die Maschine? Junge, ein Auto Defon schaffst du nicht mal Level 1, Digga. Und beim Motorrad? Ist einfach wilder. Rasierst du oder was? Normal. Okay. Was geht? Ich wurde gebaitet. Ja, habe ich gesehen und durch dein wusste ich, dass ich nicht hier so fahren muss. Okay. Wild, Freunde, aber Deathrun-technisch sehr schön gebaut. Kalle ist runtergefallen. Muss man da rüberspringen, oder was? Jupp. Mit ganz viel Anlauf. Ja, ich merk schon. Oder muss man hier runterfahren? Ich glaub nicht. Hier geht's auch weiter. Nee, von da kommen wir. Cringe. Okay. Das schaffe ich. Oh nein, ich flieg zu weit. Nee, man kann nicht so weit fliegen. Kalle, ich glaube, ich habe den nächsten Checkpoint erreicht. Oh mein Gott, was? So also, schnell? 1-1.
Ja, ich glaube schon. I'm not sure. Aber hier sind neue Motorräder und ich glaube, das passt. Okay, Freunde, wir schauen jetzt, wie KP Kalle 1, der Echte, hier rüber springt und er macht den Jump. Er fliegt in die Luft und verliert sein Motorrad und ist da. Spaß, okay, let's go. Ich habe heute zu viel Cola getrunken, Freunde. Es tut mir leid. YOLO-Basis. Kennst du das Wort? You only live. Hä? Olli. Ah, ich bin drüben. Mein Motorrad ist einfach kaputt gegangen in der Luft. Wie soll das, warum? Wahrscheinlich, weil du nicht weit genug gekommen bist, weil du musstest halt wirklich auf dieses Hochhaus. Ja, safe, safe, safe. Okay, Anlauf, Anfahrt. Oha, auf einmal fliege ich des Lebens weit. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Schaff ich, schaff ich, schaff ich. Let's go, let's go, let's go. Ahahaha. Verdammt, Mann, ich bin so gut, Mann. Rüber. Ich bin so gut, Mann. Das ist dieser Death Run Karma, Freunde. Der ist immer da. Man darf ihn niemals herausfordern. Man darf niemals sagen, dass man gut ist. Wie früher. Ich habe 20 Level First Try gemacht. Und da habe ich gesagt, krass, bin ich gut. Und habe direkt... Guck, 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 guck. Habt ihr das gesehen? Das war nicht extra, ich schwör. Ich habe ja nicht mal gerade gemeint, dass... Ich sag es nicht. Das Wort darf man nicht sagen. Ich hab nicht mal gemeint, ne? Du weißt schon. Bin runter. Ich hab's nur gedacht, Freunde. Erwähnt in meinem Kopf. Ich hab nur mit Kalle darüber geredet und man fällt runter. Nein. Guck jetzt. Ich bin so schlecht. Ich würde das niemals schaffen, alles. Okay, jetzt bin ich in der Karma-Hölle. Weil egal, was ich sage, ich schaff's nicht. Komm, ich warte auf dich. Ehrenmann. Bist du Checkpoint? Nee, ich bin ein paar Ebenen über dir. Weil wir jetzt die ganze Zeit so Downhill-Strecke hochklettern müssen. Ach nö, Digi. Doch. Okay. Aber machbar. Ja! Okay, ich hab's. Let's go. Junge, ich lade in echt mein Gehirn auf. Okay, nice. Nein! Man stirbt. Man kann nicht mal runterfallen, Kalle. Wieso kann man nicht runterfallen? Ich schaff das jetzt alles First Try. Mir ist egal, was Karma denkt. Okay, Friends. Ich kann es fühlen. Das ist es. Passt auf. Butzbach! Mama im Vollzug. Nein! Okay, warte, warte. Ich schaff das, ich schaff das. Ich bin der beste Junge. Hast du geschafft? Yes! Checkpoint, Kalle, du wirst aufs Maul kriegen im Fall. Denk dran. Wir haben jetzt 12 Level geschafft, Freunde. Wir nehmen seit 15 Minuten auf, Digga. Kalle, ich warte nicht auf dich. Ich mach jetzt weiter. Okay, mach. Und meine Geduldsschiene-Faden ist schon am Ende, okay? Geduldsschiene-Faden? Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Doch, das geht. Bei Roller. Okay, wir haben's, wir haben's. Und jetzt müssen wir den Turm hier hochfahren. Irgendwie kommt mir der Turm bekannt vor, Friends. Ich bin euch eher early, ich weiß nicht warum. Also, dass man hier schon mal hochgefahren ist. Haben wir die Map schon mal gespielt? Nein. Das wäre ja übel cringe. Ich glaube nicht, Freunde. Okay, wir fahren den Turm des Lebens nach oben. Ich hab's verstanden. Kann ich jetzt bitte ankommen? Das wäre sehr, sehr nett. Oh mein Gott. Okay, was muss ich hier machen? Okay, hier reinfahren, oder wie? Oh. Zurück, zurück, zurück. Och, nö. Bin ich stuck, oder was? Oh, Digga. Woher soll man das aber auch wissen? Okay, Friends, jetzt schaffen wir das. Das war ja nicht weit, ja? Mussten nur diese komischen Turm nach oben fahren, der einfach ewig gebraucht haben. Aber wir machen jetzt wilde Abkürzung. Zack. Guck mal, einfach 5 Meter gespart, Junge. Okay, oha. Doch nicht, weil er jetzt auf einmal rückwärts fährt. Fahren aber mit Fullspeed hoch, mich juckt nicht. Zack, zack. Flick, flack, over deck. Bam, bam, bam. Guckt ihr an, wie ich das dribbel. Easy. Jetzt hier rein. Und dann springen. Check ich nicht. Wie soll man das kontrollieren, Bro? Wie? Okay, Friends, Versuch Nummer 51 Milliarden.
müssen hier gerade fahren. Wir dürfen nicht so schräg. Komm schon, komm schon. Yes, ich hab's, ich hab's. Jetzt hier rauf, bitte. Ey, 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 ey. Kalle ist jetzt auch am Start, Friends, wie ihr sehen könnt. Das ist das erste Mal, dass Kalle diesen Turm hochfährt. Und er ist völliger, mutiger, wie nennt man das? Unwissenheit. Ist so. Jetzt viel Spaß, warte oben, wenn du willst. Okay, mach ich. Ich kann dir schon Tipps geben. Vielleicht machst du es First Try, weil ich wieder Tipps gebe und selber nicht schaffe. Man kennt ihn ja, den Hasen. Anstrengend. Und nochmal, ich raste aus bei diesem Turm, Freunde, und ich bin schon das 8. Mal jetzt hier hochgefahren. Aber das tue ich alles nur für euch, damit ihr sehen könnt, wie ich ausraste. Die Kalle, man muss hier rein und dann musst du springen. Siehst du den? Den Luftkanal da. Ja, ja, sehe ich. Siehst du den? Das muss man zweimal machen. Das sieht nicht schwer aus! Es sieht nicht schwer aus. Ich bin eben gesprungen. Ja. Ey, wer hat ihn denn verarscht? Komm schon, komm schon. Jetzt habe ich richtig Power. Amenakoyum! Versuch Nummer 51.194. Den Sprung habe ich drauf. Jetzt, volle Power. Komm schon, das sieht gut aus. Yes, oh. Freunde, let's go! Nice! Party Rock Anthem, was auch immer das heißt, let's go. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwelchen Autos drauf jumpen, was mich jetzt schon aggressiv macht, bevor ich das überhaupt angefangen habe. Aber eigentlich bin ich bei so Fummeleien ganz gut. Ja? Kalle ist schon raus, aber das ganze, der ganze Loot gehört dann mir sozusagen. Ist ja kein Problem. Niemals! Ey, warte mal, muss ich da links rein oder wo muss ich hin? Check ich nicht. Aber gut, wir haben jetzt auch nicht viel, ja, gut. Man muss jetzt immer raten, wo man hinspringt. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ah, das sieht gut aus, Freunde. Batz! Easy money. Ja, versuch mal. Du musst es schaffen, Kalle. Du musst es schaffen. Och, nö. Das war aber anders cringe, Freunde. Aber ich habe gesehen, wir müssen da links rein. Sehr gut. Wir gehen hier runter. Wie ein Profi, ja? Hier ist ein Pfeil. Wir gucken aber erstmal. Okay, wir müssen da aufs Dach und da ist schon wieder Checkpoint. Kalle, sieht gar nicht so gut aus. Sag ich so, wie es ist. Überhaupt nicht. Machen das, wir machen das. Und. Nein, 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 nein. Och nö, Digi. Wenn ich jetzt den Checkpoint nicht habe, dann haue ich mich einmal selber aber off-cut. Aber fairerweise muss man sagen, Friends, das ist nicht schwer, diese Stufe hier. Ist einfach nur meine Dummheit, die hier mich verlieren lässt. Okay, hier rüber. Und dann einfach relativ langsam. Kalle, komm runter, ich zeig dir. Einfach da runterspringen. Ja. Zack. Nice. Okay, Freunde, wir machen weiter. Kalle ist einfach in der Luft explodiert, warum auch immer. Zack. Hier rüber. Und Kalle, dann musst du links gleich in das Gebäude reinspringen, ja? Das ist wichtig. Okay. Also nicht so wie ich. Komm schon. Yes. Jetzt hier rüber, schon ein bisschen früher losspringen. Weil mein... Ich hoffe, ich habe den Checkpoint. Ey! Weil meiner in der Luft von Motorrad abgesprungen ist, habe ich den Checkpoint nicht bekommen, Kalle. Also automatisch, okay. Weißt du, durch dieses Checkpoint-System. Was ein Müll, wirklich. Okay, Freunde, jetzt aber. Let's go, endlich. Meine Fresse, Mann. Jetzt hier durch den Checkpoint, dass ich nie wieder da zurück muss. Nie wieder. Wild mein Popo gerettet gerade. Und hier hoch jetzt. Wie soll man das denn machen? Ich glaube, da muss man richtig eklig jetzt fahren, Freunde. Also so hier schon Vollgas geben. Damit man das überhaupt schaffen kann. Okay, das ist anstrengend. Aber ich glaube, da oben ist direkt wieder Checkpoint, so wie ich das gesehen habe. Werden wir jetzt herausfinden. Und? Ey, was? Yo, wie schwer ist das denn? Okay, wir probieren es jetzt so. Oh yeah, boy! The real one and Drizzle. Hast du geschafft? Merkt euch den Namen. Creator Code A in der YT. Ich glaube, Kalle. Ja? Du hast nur eine Sache vor mir geschafft, oder? Zwei. Nee, eine, glaube ich. Die erste. Ja, okay.
dann sieht es für mich loot-technisch gut aus. Aber ich sag euch ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf Fight, wenn ich diesen Defon mache. Nein, 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 nein. Okay, 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 wir sind weit, wir sind weit. Hier kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist einfach nur fahren und springen. Oh mein Gott. Let's go! Checkpoint Nummer irgendwas. Keine Ahnung. Kalle, du hast trotzdem nur eine Waffe. Ich hab den Checkpoint jetzt, wo du gerade dran warst, davor. Du weißt, was ich meine. Ja, okay, Freunde. Ich glaube, wir kommen dem Ende näher. Na, wir haben noch 8 Level vor uns. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir machen müssen. Und das, hier kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Man muss fahren und springen. Ja, okay. Kurz ein paar Moves noch nebenbei machen. Auf geht's. Eieieiei. Och, nö, Digi. Fährt man so... Das war eine Reaktionszeit von einem Rentner, was ich da gerade hatte. Das war ja absolut cringe. Okay, let's go. Auf chillig, Freunde. Auf chillig. Auf. Entspannt, hier kann nichts passieren. Ja, okay. Ich sehe, hier ist der nächste Checkpoint. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch einmal fahren und springen. Und springen. Let's go! Kalle! Wie viel Level bist du? Och nö, Digi. Man muss einem bewegenden Ding, muss man einen Fahrstuhl hochfahren, wo man drauf balancieren muss, Junge. Okay, ist aber okay, glaube ich. Ja, so. Ich weiß noch nicht, wohin ich mich jetzt umdrehen muss gleich. Wir bleiben erstmal drauf und gucken. Ah, ich glaube, weiter geradeaus, Freunde. Das geht auf jeden Fall fit. Und dann müssen wir hier einfach hochspringen. Easy, easy. Oh, okay, hier. Ich wurde so hart getrollt. Okay, Freunde, wir fahren wieder hoch. Aber diesmal müssen wir direkt Action-Gas geben, damit wir da hochkommen. Aber wir dürfen auch wieder nicht zu weit fahren, weil wir sonst darüber driven. Okay, 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 okay. Easy, easy, easy. Entspannt, entspannt. Wir dürfen nicht zu viel Gas geben, dann können wir hier die Kurve machen. Komm schon. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier filigrane Arbeit leisten. Oh, oh, das bewegt sich sogar noch. Oh, nö, Digi. Okay, okay, okay. Müssen den Zeitpunkt abwarten und los. Oh mein Gott. Freunde, was war das für ein Königsmove? Komm schon, komm schon, komm schon. Bin, glaube ich, gleich am Ende, Kalle. Oh mein Gott, endlich. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Oh, das ist die falsche Richtung. Aber hier können wir wieder drehen. Oh mein Gott, mein Motorrad. Ja, Mann. Ah, ich dachte, ich kann schummeln und wollte es Kalle nicht erzählen. Freunde, ich habe gewonnen. Kalle ist noch ganz irgendwo hinten, glaube ich. Oder er ist auch neben mir, kann auch sein. Kalle, wo bist du? Ich bin ein Level hinter dir bei dem Bouncer. Wir gehen jetzt in den Fight rein, let's go. So, Kalle, wir sind im Fight. Ich werde anfangen mit... Okay. Ich fange an mit Scout und du nimmst... Soldier. Soldier? Yes. Bist du dir sicher? Normal, normal. Okay, dann nehme ich Soldier. Mhm. Sagst du wieder 3 Leben? Normal, normal. Okay, wo bist du? Ich mach dich kaputt. Denk dran, ich bin der Wildeste. Welche Waffe hast du mit Scout nochmal? Ich hab diese exotische Markiersniper. Du hast eine Sniper? Ich hab eine Sniper, aber das meine ich nicht. Ich hab diese exotische Markierwaffe. Wo bist du? Ich such dich, wo bist du? Ich hab ein bisschen Angst, Friends. Ich hab eine Mine ausgelöst. Vielleicht weiß ich jetzt, wo ich bin. Weiß ich. Okay, Ska, Ding, Drohne. Oh mein Gott. Oh nein, mein nein, Gott. Cringe, cringe. Nee. Oh mein Gott, was ein Fahrradduell. Nur. Okay, okay. Das ist das Krasse, Freunde, an Scout. Ihr checkt nicht. Diese Waffen, diese Klassen habe ich aus meinem Herzen rausgebaut. Mit Scout kann man eine Mine platzieren. Vielleicht killt man damit nicht. Vielleicht braucht man keinen Schaden, aber man hört die Person. Das ist das Krasse, wenn sie da reinläuft.
machen den echten Scout. Wir chillen. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Scout ist, so einer, der sich nicht entdecken lässt und die ganze Zeit die alle erkundschaftet. Deswegen hat man auch diese Krähe hier oder was auch immer das ist. Die Drohne. Die Drohne. So, KP Kalle. Wo bist du? Ich habe gerade mal eine Nate geworfen, so auf Verdacht, aber ich weiß noch nicht, wo du bist. Das Ding ist, selbst wenn Kalle die Drohne abschießt, weiß ich, wo er ist. Digga, du hast mich gerade komplett kaputt gemacht. Ich wollte gerade die Drohne abschießen. Wo bist du? Wo bist du? Du bist die ganze Zeit nur als Scout unterwegs. Digga, du bist doch Soldier, Junge. Du musst doch reingehen, Junge. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo ich reingehen muss, wenn ich nicht weiß, wo du bist. Kalle. Where are you? Nein, ich hab doch gekillt! Oh, okay, das war mal wild, Digga. Okay. Eine wilde Beulerei? Was für Scout? Oha, aua. Okay. Er hat halt... Du bist halt für Distanz ausgelegt, kann das sein? Ja. Okay, André, komm, peek. Komm, ich bin noch... ich stehe offen. Nein. Mike, oh mein Gott, war das knapp. Nachladen. Okay. Mein letztes Stecken Leben. Uns. Scout Andrizzle muss sich verstecken. Okay, wir sind safe. Nachladen. Kapikale. Digga, ich hab unnormal Angst. Wo versteckst du dich? Einfach Damage machen. So viel wie möglich, okay. Oh mein Gott. Das ist gut. Das ist gar nicht gut, jetzt hat er mich slow gehauen. Gut. Wo ist er? Ja, ich bin da und da. Ich seh dich doch. Lüge. Er sieht mich wirklich. Und wieder sehe ich dich. Oh mein Gott, wilde Granate? Das Ding ist, du kannst nicht von dem Scout entkommen, das ist das Ding. Warum nicht? Weil ich sehe, wo du bist. Nein. Oh mein Gott, ich hab mit 14 HP oder so überlebt, Freunde. Krank. Man kriegt ein bisschen Leben zurück, wenn man einen killt, deswegen. Like und Abo da lassen, wenn euch das gefallen hat. Checkt gerne Color ab und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.